Was ist eigentlich Trauma und was hat das mit mir zu tun? Ein bisschen Theorie und ein Einblick in die praktischen Möglichkeiten von Levka Soder, gelesen von der Verfasserin. Dieses E-Book ist zum Gebrauch im privaten Rahmen freigegeben. Es kann eigenständig heruntergeladen werden über die Homepage www.trauma-integrativ-leben.de. Einleitung. Was hat das mit mir zu tun? Vielleicht hat dich die Frage, was hat Trauma denn eigentlich mit mir zu tun, überhaupt erst dazu gebracht, dieses Büchlein herunterzuladen und zu lesen. Im Laufe der Lektüre werden dir viele Aha-Momente genau darauf Hinweise geben. Was in meinem Leben, was hat Spuren hinterlassen, die vielleicht etwas mit Trauma zu tun haben könnten? Und was ist es, was mich immer wieder ausbremst? Warum lässt mich das Gefühl nicht los, dass irgendetwas mit mir vielleicht nicht stimmt, auch wenn ich ungern darüber nachdenke? Was hat aber nun mich, Levka, dazu inspiriert, dieses Büchlein zu verfassen? Fangen wir doch einfach mit der Frage an, was hat das mit mir zu tun? Ich bin immer wieder erstaunt, wie manche Menschen ihr Leben planen und danach Plan leben. Bei mir war es eher so, dass ich von Anfang an einem inneren roten Faden gefolgt bin und auf mein Herz gehört habe. Heute weiß ich, dass ich nicht nur auf mein Herz gehört habe, sondern dass ich einerseits einer Bestimmung oder Berufung gefolgt bin, dass ich aber andererseits auch mein Leben lang geflohen bin. Aber wovor geflohen? Um das zu erkennen, musste ich erst in eine Lebenssituation geraten, in der ich keinen Ausweg mehr wusste und mir sicher war, die einzige Möglichkeit sei es zu fliehen. Ich erinnere mich noch sehr deutlich daran, dass ich mich gefühlt habe wie in einem Tunnel des Lebens und dass ich gewissermaßen auch betäubt war. Heute würde ich sagen, ich war dissoziiert. Erst als ich diese Herausforderung gemeistert hatte, konnte ich mit mir selbst um ein Vielfaches liebevoller und einfühlsamer sein, als ich es all die Jahre zuvor gewesen war. Aber fangen wir von vorne an. Ich erinnere mich, dass ich einmal vor langer Zeit eine schreckliche Geschichte eines entführten Mädchens hörte, die mich einige schlaflose Nächte kostete und die mir sehr lange nachhing. Und damals dachte ich, zum Glück habe ich nichts mit Gewalt zu tun in meinem Leben. Ich habe als Kind keine Gewalt erlebt. Ich lebe in einem friedlichen Land, in einer Zeit der Aufgeklärtheit und Wissenschaftlichkeit, in einem freiheitlichen Sozialstaat. Gott sei Dank. Damals wusste ich noch nicht, wie viel ich bereits mit Gewalt und deren Auswirkungen auf Menschen zu tun gehabt hatte und wie sehr ich falsch mit meiner Einschätzung unserer Heimat lag. Mit 17 Jahren hielt ich es zu Hause nicht mehr aus und floh sozusagen ans andere Ende des Landes, um auf einem Bauernhof zu arbeiten. Als es Frühling wurde, fuhr ich allein mit dem Fahrrad von Schleswig-Holstein zurück in den Süden, wo ich aufgewachsen war. Die Musik meines Lebens, also mein Grundgefühl damals, war grau, hart, durchhaltend und einsam. Ich fühlte mich innerlich grau. Alles war mühsam und ohne Perspektive. Dann verließ mich der Mann, den ich für meine große Liebe hielt, und ich taumelte wie betäubt durch mein Leben, das ich eigentlich auch so gar nicht mehr wollte. Eine Freundin lud mich zu einem Workshop ein, in dem ich langsam wieder wagte zu fühlen. In den folgenden Jahren war die Bonding-Therapie bei Jeff und Julia Gordon, die nach Dan Caswell arbeiteten, für mich lebensrettend und ich glaube, dass ich heute nicht mehr wäre, wenn ich damals nicht in einem geschützten und liebevollen Umfeld wieder zu meinen Gefühlen gefunden hätte. Doch wie war es gekommen, dass ich mich innerlich so tot und grau gefühlt hatte und dass ich so wenig Freude verspüren konnte? Erst als ich begriff, welche Auswirkungen die Lebensgeschichte meiner Mutter auf die Grundmusik meines Lebens hatte, wurde mir klar, dass ich sehr wohl enorm viele Berührungspunkte mit Gewalt hatte. Denn ich inkarnierte in diesem meinem Körper, der im Körper und im Energiefeld meiner Mutter seine Heimat fand. Und dieses Energiefeld war durch und durch traumatisiert. Krieg, zerrüttete Familienverhältnisse, Frühgeburt,
Grausamkeit der Eltern und sexualisierte Gewalt waren der Boden, auf dem meine Mutter überlebte. Und als sie mit mir schwanger wurde, da waren all diese Erlebnisse abgespalten und gut verdrängt. Und dennoch hatten sie eine prägende Wirkung auf mich, wie ich später mehr und mehr erkennen, fühlen und glücklicherweise befrieden konnte. Das Grauen der Kindheit meiner Mutter war die Welt, in der ich von der befruchteten Eizelle zum Embryo und zum Baby heranwuchs, um dann nach einer Übertragung unter Lachgasnarkose mit der Sauglocke ans Licht der Welt gezogen zu werden. Von so etwas wie einer Bonding-Phase nach der Geburt hielt man damals nicht besonders viel. Und dennoch gelang es meiner Mutter, mich eine Weile zu stillen. Ob es das Geburtstrauma war oder ob es das zutiefst dysregulierte Nervensystem meiner Mutter war, das ja sozusagen die Welt schlechthin für mich war, ich verweigerte nach wenigen Monaten die Brust. Heute weiß ich durch meine Erfahrung als Hebamme, wie viel Dysregulation es braucht, damit ein Kind sich selbst die Nahrung verwehrt, also sozusagen das Leben verweigert. Und ich weiß heute auch, was es im Körper macht, wenn ein Kind dann mit Zucker, Kuhmilch, Formulamilch gefüttert wird. Kurze Zeit später verweigerte ich den Schlaf. Ich hielt Wache, denn meine damals wieder schwangere Mutter war so verzweifelt, dass sie die Vorstellung der erweiterten Selbsttötung nicht los wurde. Mein hartnäckiges Insistieren darauf, lieber auf meine Mutter aufzupassen als zu schlafen, rettete uns vermutlich das Leben. Meine Mutter begriff damals intuitiv, was meine Schlafverweigerung bedeutete, und sie zeigte die ihr eigene Größe und Weisheit, indem sie mit mir sprach und mir sagte, dass meine Wahrnehmung richtig war, dass sie wirklich in Not war, und sie versprach mir, dass sie uns nicht umbringen würde und dass sie sich Hilfe holen würde, und das tat sie dann auch. Und ich schlief sofort ein und hatte von diesem Augenblick an keine extremen Schlafstörungen mehr. All dies ereignete sich, als ich ungefähr 3 Monate alt war. Und erst viele Jahre später wurde mir bewusst, wie viel Kraft und wie viel Überlebenswillen und Überlebenszwang es braucht, um in einer solchen Situation als Baby zu bestehen. Heute weiß ich, dass ich, hätte ich diese Verwundung und auch die geniale Reaktion meiner Mutter nicht durchlebt, niemals eine so einfühlsame Hebamme und feinfühlig unerschrockene Therapeutin geworden wäre. In dem inneren Wachstum, das der vielfachen Traumatisierung und deren Folgen erwachsen ist, habe ich meine heute schönsten und beglückendsten Fähigkeiten erworben. Der Weg dorthin führte mich durch einige Therapien und Ausbildungen. Die für mich wichtigsten waren die bereits erwähnte Bonding-Therapie, körperorientierte Therapien, Familienstellen, Psychokinesiologie, Hypnose mit dem Simpson-Protokoll und andere Verfahren und auch die Arbeit mit der Seelenmatrix hatte eine stabilisierende und orientierende Wirkung in meinem Leben. Interessant ist, dass ich in meinem Berufsleben 30 Jahre damit verbracht habe, in meinem Traumberuf als Hebamme zu versuchen, die Mütter und Kinder vor den Verletzungen, die mir selbst widerfahren waren, zu schützen. Ein zweischneidiges Schwert, bis ich erkennen konnte, dass ich selbst meine Traumafolgen befrieden konnte und dann wirklich für diese spezielle traumapräventive Arbeit bereit zu sein, die ich intuitiv von Anfang an praktiziert hatte. Es gab und gibt immer noch viele Schichten der Verstrickung, der Abspaltung und Dissoziation zu entdecken und immer wieder anzunehmen, was ist, um darauf den nächsten Schritt zu tun. Heute bin ich zutiefst dankbar für all diese schmerzhaften Erfahrungen und ich lerne jeden Tag immer noch ein bisschen besser, mich in meinem recht fragilen Toleranzfenster gelassen zu bewegen. Und ich konnte die Erfahrung machen, dass ich selbst es bin, die meine Fähigkeiten täglich erweitert, um flexibel und angemessen und schwungvoll auf das Leben zu reagieren und es sogar mehr und mehr bewusst zu gestalten. Ich bin heute die, die ich nun mal bin, auch weil ich meine Tochter vor bald 17 Jahren zu Hause gebären konnte. Auch dies eine Erfahrung zwischen höchstem Glück und unbändiger Kraft einerseits und furchtbaren Schmerzmomenten andererseits. Die Erfahrung des Mutterseins und die vielen Momente der Heilung und Befriedung
sind ein Segen und ein Geschenk, das ich nicht mehr missen mag. Es gäbe noch viel zu berichten. All meine persönlichen Erfahrungen, die schmerzvollen wie die freudigen, gehen Hand in Hand mit den Ausbildungen und Fortbildungen, die ich im Laufe der letzten 30 Jahre absolviert habe und machen mich zu der Frau, Mutter, Hebamme und Therapeutin, die ich heute bin. Es ist mir eine große Freude, dass ich aus der Tiefe meiner Kernpersönlichkeit schöpfen kann und dass ich gelernt habe, die leibhaftig erfahrenen Heilungswege auf eine Art und Weise zu vermitteln, die für Frauen, für Männer, Mütter und Väter gleichermaßen eine Bereicherung und eine stabilisierende Begleitung auf ihrem eigenen Weg der Heilung sind. Heute möchte ich niemand anders sein, als ich es bin. Und ich bin genau richtig hier, jetzt, wo ich gerade bin. Mit all meinem Leuchten und mit all meinen Narben. Möglicherweise ist es nun leichter zu verstehen, was mich das Thema Trauma angeht. Und ich kann dir sagen, dass ich viele Jahre gebraucht habe, um es so tief zu verstehen, dass ich meine frühen Prägungen nicht nur annehmen konnte, sondern sie wirklich freundlich und respektvoll mit mir selbst in mein Leben und mein Wirken einbauen konnte. Es ist bildlich gesprochen ein bisschen so, als würdest du schließlich wirklich anerkennen, dass du eben nicht den Körperbau hast, der es dir ermöglicht, ein Leistungssportler zu sein, dass du dafür aber vielleicht eine wundervolle Gärtnerin bist, weil du einen grünen Daumen hast. Und ich bin heute immer noch dabei, all das Tag für Tag noch besser zu verstehen und zu integrieren. Die Fähigkeit zu wachsen ist eines der schönsten Geschenke, die ich in meinem Leben erhalten habe. Wie Lisa Nichols einmal sagte, manche Geschenke kommen daher und sind in Schmirgelpapier gewickelt. Die Kunst ist es, sie auszupacken. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, mit den Menschen, die das möchten, ein Stück des Weges zu gehen und meine Fähigkeit des Ordnen im Inneren, meine Unerschrockenkeit und meine Feinfühligkeit zur Verfügung zu stellen. Endlich zu begreifen, warum ich so bin, wie ich bin und warum andere so sind, war für mich so etwas wie ein Tor, hinter dem ich Menschen ganz neu und frisch begegnen kann, weil ich den Sinn hinter all den Besonderheiten von uns verstehe. Das Zitat: Liebe beginnt dort, wo das Urteilen aufhört, von dem ich leider nicht mehr den Ursprung weiß, hat eine neue und lebendigere Bedeutung gewonnen. Mit diesem Büchlein möchte ich dazu beitragen, dass du dich selbst besser verstehst und dich dadurch mehr und mehr annehmen und lieben kannst. Und dass du dein Kind besser verstehst, mag es noch so klein sein. Wenn es uns Eltern gelingt, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, was unsere Kleinsten wirklich, wirklich brauchen, dann sind wir einen großen Schritt weiter hin zu einer Welt, in der wir in Frieden leben können. Eine Kernbotschaft möchte ich dir hier schon mitgeben. Du bist vollkommen in Ordnung. Ganz gleich, was dir widerfahren ist, du hast damals ganz sicher so gut reagiert, wie du in diesem Moment reagieren konntest. Du hast eine gesunde Reaktion auf ein ungesundes Ereignis gehabt. Oder hast sie noch? In einer dysfunktionalen Familie, in einer Schule, Gesellschaft oder Geburtshilfe, die nicht gesund ist, gesund zu reagieren, führt immer dazu, dass du denkst, mit dir sei etwas nicht in Ordnung. Lass dir hier gesagt sein, es ist umgekehrt. Diejenigen, die nicht feinfühlig und gesund für dich da sein konnten, als du es ganz dringend brauchtest, das sind diejenigen, die nicht normal sind. Die Tatsache, dass auch diese Menschen eine Geschichte haben, stimmt ganz und gar. Aber der Punkt ist, du bist dafür nicht zuständig. Nochmal, du bist in Ordnung, so wie du jetzt gerade bist. Mit all deinen Macken und Special Effects, von denen wir so gerne wollen, dass die anderen sie nicht mitbekommen. Für mich gab es einige Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, heimzukommen. Heim zu mir selbst, heim in mein Leben, heim zu einer kosmischen, göttlichen Ordnung. Und wenn dieses Büchlein einen Schritt zum Heimkommen für dich sein mag, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Ich wünsche dir viel Freude damit. Deine Levka im Herbst 2022.
Eine kleine Anmerkung noch für diejenigen, die dieses Büchlein lesen. Ich schreibe gern. Und ich schreibe gern, als wäre das ein Brief an dich. Als ich schreiben lernte, da habe ich gelernt, dich und du in Briefen mit Großbuchstaben anzuschreiben. Und ich mag diese Geste. Und deshalb nehme ich mir schlicht und einfach heraus, dich mit Großbuchstaben anzuschreiben. Und wo wir gerade dabei sind, ich werde ganz sicher nicht gendern. Ich verstehe mich als Teil der Menschheitsfamilie und ich ehre die Männlichkeit und die Weiblichkeit. Ich respektiere die Entscheidung anderer, aber der pathologischen Verbiegung der Sprache beuge ich mich nicht. Kapitel 1. Welche Bedeutung haben Erkenntnisse über Trauma in unserer Gesellschaft? Es gibt eine offizielle Traumaforschung und es gibt eine sozusagen inoffizielle Traumaforschung. Wer Arthur Biedermanns Chart of Coercion kennt, weiß, dass es Strömungen auf dieser Erde gibt, die ein großes Interesse daran haben, die Menschheit möglichst tief und nachhaltig zu traumatisieren. Doch das soll hier nicht unser Thema sein. Es ist nur insoweit interessant, als es erklärt, warum die Geburtshilfe so ist, wie sie heute ist. Es erklärt auch, dass alle Bestrebungen, eine wirklich menschengerechte Geburtshilfe und einen menschengerechten Umgang mit frühkindlichen Bedürfnissen systematisch, offen und subtil torpediert und verunmöglicht werden. Es verwundert also nicht, dass wir uns mit Fug und Recht als eine traumatisierte Gesellschaft verstehen können. Umso wichtiger, traumaintegrativ zu leben und zu arbeiten. Wenn du magst, dann könntest du dir mal ein Blatt Papier nehmen und dir ganz kurz notieren, was du unter Trauma verstehst. Du könntest dir zum Beispiel folgende Fragen stellen. Erstens, was ist Trauma eigentlich? Zweitens, was bedeutet das Phänomen Trauma für mich? Und drittens, was mag das Phänomen Trauma für uns als Menschen wohl bedeuten? Dein eigenes Verständnis davon zu verstehen, wird dir helfen, die Missverständnisse rund um die Thematik besser zu klären. Im Windschatten von Kriegen lässt sich gut das Phänomen Trauma erforschen, denn es tritt in reiner Form auf und ist dadurch sehr ausgeprägt, sodass man gut die verschiedenen Aspekte dieses Phänomens erforschen kann. Vielleicht hast du schon mal den Begriff Resilienz gehört. Resilienz bedeutet im weitesten Sinne Widerstandskraft. Der Begriff wird heute gerne in Erfolgscoachings verwendet und wird als eine erstrebenswerte Eigenschaft gepriesen. Wenn wir aber genauer hinsehen, dann misst Resilienz die Fähigkeit eines Werkstoffes, nach Belastung wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren, ohne zu zerbrechen. Wenn wir das auf uns Menschen übertragen, dann bedeutet es, wie lange kann man Menschen verbiegen oder traumatisieren, bevor sie zerbrechen? Also geht es eigentlich darum, dass man Menschen oder einen Werkstoff unter Stress setzen kann und dass sie sehr lange weiter funktionieren, ohne dass sie zerbrechen, also unbrauchbar werden. Erkennst du die Perfidität darin? Und so gründet sich die heutige Traumaforschung in weiten Teilen auf die Resilienzforschung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man erforschte, wie man traumatisierten Männern, die in den Schützengräben gefangen waren und vielfach schwer traumatisiert waren, wie man die wieder fit kriegen könnte, damit sie wieder nützlich sein könnten. Es ist an der Zeit, dass wir der Tendenz, immer weiter und immer subtiler zu traumatisieren, endlich ein Ende setzen. In der Medizin trat das Phänomen Trauma erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts auf den Plan, indem es Eingang fand in die Bücher der Diagnostik. Wir blicken also letztlich auf einen recht kurzen Zeitraum von ungefähr 30 Jahren zurück, in dem die Beschäftigung mit der Frage, wie kann Trauma heilen, Einzug in die Medizin hielt.